Die folgende Sequenz ist ein Auszug aus dem Online-Training Next Level Project Skills. Um den kompletten Kurs zu kaufen, gehst du einfach auf www.pm-botschaft.com. Vielen Dank. Du könntest dich jetzt fragen, hey Chris, nach 4 Modulen und einem Kickoff, wir haben eine Menge Modelle und Methoden hier durchgearbeitet, warum noch mehr? Das führt mich zu einer Geschichte, einer Erfahrung, die ich gemacht habe, die zeigt, warum mir im Besonderen, aber uns allen im Allgemeinen ein breites Methodenspektrum sehr wichtig sein sollte. Oder wenn wir es anders übersetzen, dein Methodenkoffer an Werkzeugen, den du hast, möglichst groß sein sollte. Und zwar erinnerst du dich wahrscheinlich an meine Geschichte, dass ich 2 Jahre in Kanada verbracht habe. Und dort hat mein dann künftiger Chef bei Vega mich im Bewerbungsgespräch gefragt. Also wir saßen im allerersten Bewerbungsgespräch zusammen, er und ich, das war Nummer 1 von 2. Chris, willst du mir gerade sagen, nachdem wir da so die ganze Situation durchgegangen waren, PMO sollte aufgesetzt werden, er sollte die Abteilung leiten, ich sollte da seine rechte Hand sein, Projekte leiten und Struktur ins PMO bringen. Chris, willst du mir gerade sagen, dass ich die Dinge falsch mache, meinen Job hier falsch mache? Und wir hatten halt philosophiert, hey, wo steht das Ganze, die ganze Initiative, ein PMO etablieren in der Firma? Bis dato war Projektmanagement eher so, naja, jeder hat das so nebenbei mitgemacht und es war klar, wir brauchen da einen vereinheitlichten Ansatz, wir brauchen ein paar Standards, wir brauchen vor allen Dingen ein paar Projektmanagement-Kapazitäten. Und drum saß ich ja in diesem Bewerbungsgespräch und natürlich hatte ich mich bis dahin auch versucht, gut zu verkaufen, meine Erfahrungen darzustellen und zu zeigen, dass ich der Richtige bin für den Job, dass ich nicht nur Spaß dran habe, sondern dass ich auch der Richtige bin. Und jetzt kam diese Frage, hey Chris, willst du mir gerade sagen, ich mache meinen Job hier falsch? Und da ging natürlich eine Menge durch meinen Kopf. Wenn du ihn jetzt vom Kopf stößt, dann nimmt er dich vielleicht nicht, weil du unangenehm und unbequem bist. Auf der anderen Seite zurückrudern, er hat ja die Key Message irgendwie schon verstanden, dass wir die Dinge gerade nicht gleich sehen. So richtig zurückrudern, da wirst du dir selbst nicht gerecht. Du bist ja der Meinung, wir müssen das anders machen, wir könnten das besser machen. Und du weißt ja auch, ich habe später den Job bekommen. Was habe ich also gemacht? Ich war der Überzeugung, nee, zurückrudern macht mich jetzt völlig unglaubwürdig. Und vor allen Dingen, ich bin ja von was ganz anderem überzeugt, nämlich dass das, was wir gerade besprochen haben, einfach noch besser geht. Und zwar so, wie ich es auch vorgeschlagen hatte in dem Gespräch. Da ging es im Speziellen um die Ausgestaltung des PMOs, des Projektmanagementbüros, wofür es zuständig ist, wofür nicht. Und wir hatten über Mission Statement und Strukturen gesprochen, wie wir das aufsetzen und in die Organisation integrieren. Und meine Antwort war, Bobby, nimm's mir nicht krumm, aber ja, genau das meine ich. Doch ihr macht's halt so gut, wie ihr es könnt, so gut, wie ihr es wisst, so wie ihr das in der jetzigen Situation glaubt, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, mit dem Verständnis, was ich jetzt gewonnen habe, durch das Gespräch von uns beiden, dass euer Spektrum an Handlungsmöglichkeiten diese Option, die ich vorgeschlagen habe, bisher einfach nur nicht beinhaltet hatte. Und dass, wenn du mich einstellst, euer Spektrum breiter werden wird. Was bedeutet, dass wir in den verschiedensten Situationen nicht immer auf dieselben Methoden, Modelle, Tools, Wissen zurückgreifen müssen, sondern dass wir jetzt unseren Erfahrungsschatz als PMO, als Abteilung erweitert haben, wenn ihr mich einstellt. Und uns das mehr Handlungsoptionen, mehr Handlungsspielraum, mehr Flexibilität, mehr Varianz gibt, die Dinge noch besser zu machen. Und dieses Bild ist so sehr hängen geblieben bei mir nach dem Gespräch, weil es war natürlich emotional ein hoher Moment der Anspannung, aber auch bei ihm, dass als er mich dann verabschiedet hatte und ich wieder nach Deutschland zurückgegangen bin, sagte, hey, und ich teile mal noch eine Geschichte, Chris, du kannst dich bestimmt erinnern.
Der Typ saß bei mir im Bewerbungsgespräch und Leute, ihr kennt mich alle und sagt mir, ich mache die Arbeit falsch. Und ich habe ihn eingestellt und ich habe es nicht bereut. Und wir hatten eine richtig gute Zeit und viel Erfolg und haben das wirklich sehr, sehr cool in meinen Augen aufgesetzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten, dort zu gestalten, die Projekte zu leiten und auch als strukturgebende Abteilung durchs ganze Unternehmen Standards zu etablieren, an denen sich alle ausrichten können, orientieren können, das uns erlaubt hat, schneller, besser Projekte zum Erfolg zu fahren, sogar mehrere Projekte parallel, auch große Projekte zum Erfolg zu fahren. Also er war über den Moment und meine Antwort genauso happy wie ich. Ich habe den Job bekommen und bin bis heute davon überzeugt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass dein Methodenkoffer so voll wie möglich ist, damit du in der jeweiligen Situation das richtige Werkzeug rausziehst. Und wir gehen deswegen jetzt in weitere Methoden rein. Und damit das nicht nur ein schöner Methodenkoffer ist, der toll aussieht und das richtige Werkzeug hätte, werden wir auch noch Experimente starten, wie du lernst, mit diesen Modellen, Methoden, Werkzeugen umzugehen. Und das allererste, da braucht es kein weiteres Video, gucken wir uns hier gleich an. Das ist die Empathy Map. Und die müsstest du auch erwartet haben, denn die habe ich versprochen, dass sie kommt. Als wir über Design Thinking gesprochen haben, ging es im Problemraum um die Methode der Empathy Map. Wie versetze ich mich in den Kunden? Und wir können das auch nutzen, um uns in andere Stakeholder hineinzuversetzen. Das ist ja ein Next-Level-Project-Skill-Kurs. Das heißt, ich gehe davon aus, du kennst die klassische Variante, Stakeholder zu analysieren mit Impact und Influence, mit Interest und Influence, diese Interest-Influence-Matrix. Wie viel Einfluss und wie viel Interesse hat diese Person am positiven Ausgang und Erfolg des Projektes? Daran schließt sich eine Engagement-Matrix an. Wenn diese Person sehr, sehr viel Einfluss hat, aber wenig Interesse, ich aber von ihr in gewisser Weise abhängig bin, darum hätte sie, dann hätte sie ja nicht so viel Einfluss. Wie gehe ich mit dir um, wenn sie heute nicht keine Awareness hat, noch nicht genug weiß über das Projekt und deswegen nicht so völlig euphorisch und supportive, unterstützend ist? Wie kriege ich diese Person auf meine Seite? All das weißt du schon, du willst sie auf deine Seite bringen. Jetzt haben wir mit der Empathy Map eine Methode, damit dir das auch gelingt. Und die Klammerbemerkung ist recht wichtig, um sie einordnen zu können. Ich frage mich immer, was ist typisch die und die Person? Und das führt zwangsläufig darin, dass ich überlege, was sagt denn die Person? Wie sagt sie es in der Regel? Wie spricht sie? Worüber redet sie? Was denkt sie? Was denkt sie über mein Projekt? Ich versuche mich also in diese Person reinzuversetzen. Was fühlt sie? Wie geht es ihr in der jetzigen Situation? Wie geht es ihr, dieser Person, ihm oder ihr, mit dem Projekt, mit den anderen Herausforderungen, die sie tagtäglich zu bewältigen hat? Was sind ihre Ziele da dahinter? Und fühlt sie, dass sie die erreicht, dass sie dem näher kommt? Und was tut sie versus dem, was sie sagt? Das kann ich ja hören. Denken, fühlen, das ist schwieriger, daran zu kommen. Aber was tut sie? Ja, kann man sie beim Wort nehmen? Wie geht sie mit anderen Leuten um? Wie reagiert sie auf mich, wenn ich ein Gespräch wünsche zum Projekt, um eine Klärung oder überhaupt nur ein Zielgespräch zu führen? Wo willst du hin? Wo will das Projekt hin? Wie geht das vielleicht zusammen? Was tut die Person dann? Redet sie dann noch mit anderen? Macht sie die Tür zu vor meiner Nase, will davon nichts wissen? Und die Frage ist aber immer, was ist typisch diese Person? Du versuchst dich in sie hineinzuversetzen. Idealerweise kennt ihr euch schon ein bisschen, umso leichter geht das. Wenn nicht, ist es zumindest ein gutes Gedankenexperiment. Hey, wenn ich jetzt in das Gespräch gehe, um sie für mein Projekt zu gewinnen, damit, nehmen wir an, das ist ein Linienleiter, die Leute, die diese Person in mein Projekt gestarft hat, entsendet hat, damit die auch so da bleiben, nicht wieder abgezogen werden, dass da Ruhe drinnen ist im Projekt, dass wir alle dieselben Ziele verfolgen,
kann ich mich mindestens gedanklich auf dieses Gespräch vorbereiten? Hey, was wird sie sagen? Was denkt sie wohl über das Projekt? Was denkt sie über die Lage aktuell überhaupt? Was fühlt sie? Was glaube ich, was sie fühlt? Was tut sie? So kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten und so kann ich dann auch abgleichen, was nehme ich da wahr? Was höre ich? Was spüre ich? Fühle ich dasselbe? Verbindet uns das? Denken wir da ähnlich? Sind das Dinge, die ich dann auch offen anspreche, weil ich sehe, wir haben verbindende Elemente und so ist es dann viel leichter, an einem Ende des Seils zu ziehen. Darum geht es bei der Empathy Map, diese Person besser kennenzulernen, gedanklich, vorausschauend, um dich auf Gespräche, Meetings vorzubereiten, aber auch um im Gespräch, im Meeting und im Nachhinein zu reflektieren. Sind wir auf derselben Wellenlänge? Wo ticken wir ähnlich? Wo gibt es Differenzen? Was ist typisch du? Was ist typisch ich? Und wie geht das zusammen? Denn wir wollen ja was zusammen erreichen. Alleine, das haben wir schon erkannt, stemmen wir das Projekt nicht. Es gibt diese gewisse Abhängigkeit. Also macht es Sinn, nach diesen verbindenden Elementen zu suchen und auch die Differenzen rauszuarbeiten. Und die Empathy Map habe ich als ein sehr starkes Tool für mich entdeckt und erlebt und nutze es, um das mittlerweile größtenteils intuitiv durchzugehen, gedanklich, um anzuknüpfen. Und da sind wir beim Thema Empathie, sich in andere reinversetzen können, anknüpfen an deren Gedankenwelt, deren Welt überhaupt, emotional, rational. Dafür ist die Empathy Map unglaublich gut. Und das ist eine Methode, ein Modell, um diese Kompetenz, diese Empathie als Kompetenz zu trainieren. Und das war ein weiteres Modell von vielen, die jetzt noch folgen werden. Ich freue mich aufs nächste Video und hoffe, du hast schon die erste Idee, womit du hier experimentieren kannst, wer auch Teil deiner Experimente wird. Mach dir gerne dazu schon mal Notizen. Wenn wir diese Modelle uns alle angeschaut haben, dann gehen wir rein in das Validation Board und gucken, wie du die Experimente so aufsetzen kannst, damit du von diesem Modell oder den anderen Modellen, die noch folgen oder denen, die schon vorangegangen waren, profitieren kannst. Also bis gleich im nächsten Video zum nächsten Modell.